Le Freunde, willkommen zurück zu Clash Royale. Wir haben uns beim letzten Mal so ein bisschen mit dem Königsriesen wieder befasst, ein wenig mit dem Grabstein befasst, kam zum Entschluss, hey, Grabstein ist eigentlich besser als Skelettarmee, Königsriese ist besser als der Riese, behalten wir das Sechs so bei. Wir haben ein... Oh, wieder heute 4 Gems bekommen, es ist okay. Es ist eins nice Angelegenheit. Ja, also worauf ich hinaus will, ja. Das Deck ist eigentlich ganz gut abgerundet. Wir haben was gegen Bodentruppen-Spam. Zweimal sogar. Wir haben was gegen Scharfrichtergut, ob das jetzt zweimal überhaupt gut ist. Wir haben wenigstens da so einen Halbtank dabei noch. Neben dem Königsriesen als Tank. Wir haben Lufttruppen-Spam. Ja gut, beim Megalakai wird das ein bisschen schwer. Da müssen wir dann mit dem Eismagier gucken oder so. Aber wir haben insgesamt fast jede Truppe geht hier auf Flächenschaden. 4 von 8. Sogar, wenn man so möchte, der Tornado geht ja auch auf Flächenschaden drauf. Das heißt, ja gut, Knall vielleicht, ja, ne? Knall ja auch. So. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 von 8 Karten, die auf Flächenschaden gehen. Ich finde, das ist eine ganz abgerundete Angelegenheit und kann man auf jeden Fall, ja, mit starten. So. Jetzt kann man überlegen, sich vielleicht noch den Bomber reinzuholen und den durch die Valkyren zu ersetzen. Kann man überlegen... Ich mach's jetzt aber erstmal nicht. Switch. Ich bleib dabei. Ich bleib bei diesem Deck. Und hoffe mal, dass wir damit vielleicht ein bisschen, ja, besser nach oben kommen als sonst. Momentan geht's da langsam wieder nach oben. Aber wir waren auch schon mal besser. Wir waren vor einigen Parts auch mal bei 2900. Und dann ging es ja abwärts und... Okay, dann wohlen wir mal. Dann wohlen wir mal gucken, dass wir die nächsten Gegners auch natürlich klatschen werden. Aber der Schein trügt natürlich mal wieder hier, denn es ist mal wieder 1 Level 10er. Ja, ja. Ach, Redunskai, ich bin mal gespannt, was du sagst, wenn du Level 10 bist. Da bin ich echt mal gespannt. Umbringen. Also bei. Das war vielleicht echt gar nicht mal so schlecht. Weil ich weiß jetzt nicht, wie viel Elixier er rausgeballert hat. Ich habe auch ein bisschen rausgeballert, aber das war schon mal ein guter Dodge. Wir kamen zwar nicht an den Tower ran, aber ich habe ja auch nicht den Königsriesen gelegt, sondern irgendwelche Truppen. Und dann noch einen Knall legen. Also, der hat ja wohl einen Knall, ne? Und wir stehen ja gerade auch eigentlich gar nicht so schlecht da. Das sieht sogar ganz gut aus. Ja, doch. Hat gefruchtet. Jetzt müssen wir natürlich nur gucken, dass das nicht passiert. Richtig, genau das. Aber ihr habt ja gesehen, der Bowler war da schon ganz gut. Scharfrichter war da schon ganz okay. Wir können die auch ein bisschen zurückhalten durch die Skelette, die da spawnen. Also, das ist vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Angelegenheit. Und er hat seinen Wutzauber weggeworfen. Den wird er aber gleich wahrscheinlich widerlegen. Aber da werden wir das widerlegen. Denn wir haben natürlich wieder... Ach du Scheiße. Thank you.
Ja! So verdient, Alter! So verdient einfach! Bam! Wisst ihr warum? Schweinereiter! Der hat sogar einen Funky gehabt und hat den nicht genutzt. Oh mein Gott. Allein schon wegen dem Schweinereiter, Mann. Und weil er Level 10 ist. Boah, war das knapp, Mann. Puh. Na, ob das so intelligent war? Nun. Ich lege jetzt gar nichts. Ich lege jetzt überhaupt absolut gar nichts. Sondern auf die Barbaren legen, das ist mir doch dann recht. Dann mache ich doch hier so. Scharfrichter drauf, Eismagier drauf und sind sie weg. Und wenn jetzt gleich diese Elixier da sind, gehe ich auf den Königsriesen. Oder doch eben nicht. Dann eben nicht. Warte mal kurz, bis mein Elixier voll wird. Ich meine, er hat bestimmt wieder sein... Habe ich das Problem, dass ich nichts legen kann. Was? Nein, du gehst hier nicht aus. Du machst hier nichts aus, du Sau. Dann könnte das vielleicht unser letzter Kampf werden, wer weiß. Wer weiß? Wer kennt's? Liken, wer es kennt? Wartungspause, Tendo? Wer kennt's? Ja, wir müssen über rechts. Wir müssen über rechts gehen. Müssen wir gleich hoffen, dass mein Königsriese wieder, dass mein nicht nur Königsriese, auch der Eismagier und so, dass die da sind, weil... Oh Gott. Okay. Das war's mit meinem Königsriesen. Leider, schade. Das ist doch unnötig, das ist doch unnötig. Der hat doch niemand an den Tower gehittet. Das ist doch eine Scheiße. Das ist wieder so ein richtiger Level 10er, ne? Hm? Ne? Ne? Ach, du bist doch eine Nutte. Ja gut, dann machen wir heute einen kurzen Part draus. Ist mir scheißegal. Kannst halt nichts, ne? Also, wir können uns gerne die Wiederholung angucken. Zum Ende, aber, ne? Level 10er, ne? Und der kann auch nichts anderes außer mit Raketen gewinnen. Und Schweinereiter, ne? Also, ist halt einfach so, ne? Ist halt einfach so. Da kannst du nichts gegen machen. Das ist halt einfach so. Da kannst du nichts gegen machen. Ne? Schweinereiter. Ne? Kommst du nicht gegen an. Das ist halt einfach so. Kommst du nicht gegen an. Ne? Wenn man nur mit Raketen spielen kann, weißt du. Am Ende haut er die Rakete auf den Tower drauf. Ja. Ne? Und Ballon auch, ne? Schweinereiter. Ja. Also da kannst du halt nichts machen gegen, ne? Da kannst du halt nichts machen gegen. Ist halt einfach so. Da kannst du nichts gegen machen. Ne? Und das Drachenbaby, das ist niemals an den Tower gekommen. Was soll der Scheiß? Der hat rechts vom Tower gehittet, nicht im Tower. Ne? Naja, ne? Bastard. Komm nicht mit deinem gutes Spiel, du Bastardsohn. Ja, also halt die Fresse. Haut rein. Ciao.